So Leute, ein Hallo, ein herzlich willkommen zurück zu My Sims, das Let's Replay vom Jahre 2016, vom Jahre 2013, wenn ihr versteht, was ich meine. Im letzten Part haben wir angefangen, die ersten Sachen zu bauen und heute machen wir weiter und arbeiten weiter die Aufgaben ab. Wir haben für Victor Vector letztens einen Fernseher gebaut und müssen jetzt noch ein Sofa bauen. Cool, ist nicht so cool. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh wieder unseren eigenen Stil machen, aber ja. Das ist Sofa cool angeblich. Ich zeige euch mal hier Sofa weg, ne? So. Mein Plan für ein Sofa ist wie folgt. Wir nehmen... Haben wir Kugeln? Ich möchte gerne so Kugelfüße haben. Dang it, wir haben die Kugeln noch nicht freigeschaltet. Okay, das macht nichts. Mein Plan für ein schnickes Sofa ist nämlich, dass wir mal ein bisschen Kreativität zeigen. So. Den einen weiter... Jetzt müssen wir gucken, dass wir das richtig machen. Die Stände stören noch ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. So, dahin. Und dann sollten wir sie eigentlich soweit richtig haben. Jetzt mal kurz überprüfen. Genau, eins davon weg. Nehmen wir uns einmal kurz die Bodenplatten. So, eine Spanplatte. Aber die Spanplatte scheint mir ein bisschen zu groß zu sein, ne? Ne, scheint mir nicht. Was ist los? Interessant. Es klang so, als wenn ich irgendwie eine Nachricht bekommen habe, aber mein Handy ist still, also es kam nichts an, also bin ich verwirrt und weiß nicht, was hier los war. So. Nehmen die Teile. Geht das? Oh ja, das geht. So, haben wir so ein Ritzensofa? Nennt man die Ritzensofa? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Ein Ritzensofa ist vor allem eine wunderschöne Beschreibung. Weil Ritzensofa einfach der beste Name ist überhaupt. Kreativität. Machen wir ein Sofa mit Lehnen, ist die Frage natürlich erstmal. Das ist echt eine gute Frage. Eine echt gute Frage, auf die ich gerade keine Antwort habe. Also mein erster Grundgedanke ist natürlich, wir gehen hier hin und geben den Leuten hier natürlich eine Rückenlehne. Ist natürlich verständlich. Die Leute sollen sich natürlich hier wohlfühlen. Das ist ein Wohlfühlsofa, kein Schmerzsofa. Moment. Geht eventuell, wenn wir... Geht das? Nein, das ist nicht weit genug. Seht ihr das, Leute? Das ist nicht gut. Das geht wiederum. Das eine war nicht weit genug, das ist gut zu wissen. Machen wir halt zwei auf dem Boden. Das geht nämlich schon. So, die Frage ist natürlich, setzen wir hier Lehnen an? Und wenn ja, wie? Können wir natürlich da hingehen. Und so Töfte, wie wir sind. Können wir da hingehen und sagen, von wegen... Wir nehmen uns die hier. Gucken, dass die gleich hoch sind. Hier nur eine ganz kleine Lücke Luft lassen. Das ist schon gut. Und setzen dann da oben... Oh, nehmen wir so eine Runde. Ja, wir nehmen so eine Abrundung.
Mein erster Gedanke war erst, ob wir vielleicht einen von diesen Boden teilnehmen, aber die Abrundung ist cooler. Dasselbe machen wir. Heißt vielleicht ein bisschen zu. Nein, das machen wir so. Das sieht schick aus. Ja, das gefällt mir echt. So, und schon haben wir ein schniekes Sofa. Das gefällt mir sogar. Das ist echt hübsch. So, dann kommen wir zum künstlerischen Teil. Wir malen dieses Sofa an. Wir geben ihnen blaue Möbel. Oh, eine blaue Garnitur. Nimm mal das Garnitur. Ich glaube, das ist immer Garnitur, ne? So. Rote Hintergründe. Die Füße können wir natürlich auch blau machen. Rot machen. So. Das gehen wir wieder in schön blau. Wir müssen natürlich ein bisschen Kontrast schaffen. Das soll immerhin so ein bisschen reinpassen. So, und schon ist fertig unser Sofa in blau-rot. Es ist schick. Kann man sagen, was man will. Das ist unser Sofa. Ja, also eigentlich will ich es wirklich in meine Wohnung stellen gerade, weil das schick ist, aber ist natürlich für Victor Vector. Also unsere Mission geht weiter. Cut. So, unsere Mission geht weiter. Nein, natürlich kein Cut. Aber gut. Roxy Clean. Ach Gott, nein. Kühlschrank und... Ach Gott, nein. Das Waschbecken. Fürs Waschbecken, da kann man sich... Wir gehen mal jetzt hier ein bisschen langweilig vor. Das Waschbecken ist gerade irgendwie Inspirationsbremse für mich. Wir richten uns da so ein bisschen das, was sie im Haus hat. Nämlich hat sie ja... Was war denn zu weit? Hat sie ja ihre komischen, Oh, rutsch runter! Los! Danke. Hat sie ja ihre komischen Teile da, die so gestrichelt sind, obenrum. Sehr schön. So, und das machen wir hier einfach auch. Nur, dass wir diesmal hier so ein bisschen das Zeug einarbeiten. Aber wir müssen Lebkuchenmännchen suchen. Nein, nicht der Clownfisch. Der glücklich sein. So, das reicht aber noch nicht aus. Ist natürlich nicht gut. Aber es spricht nichts dagegen, dass wir dieses Ding einfach mal ein bisschen in die Länge ziehen. Und zwar, ich würde sagen, wo haben wir es? Hier, ein so ein Stück. Sehr schön. So, dann brauchen wir nochmal so ein Querleisten-Ding. Ich weiß nicht, ob bei Roxy... Ah, oh, das weiß ich jetzt gerade leider nicht. Das ist blöd. Sowas wüsste ich dann in dem Moment doch gerne. Ich weiß nicht, ob bei Roxy es so aufgebaut ist, dass sie da ist und... So, 3 Schokokuchen noch. Wir haben noch 4 Stück. Ob sie hinten so die Leisten hat, das weiß ich jetzt gerade nicht. Könnten sie vorerst erstmal wegnehmen. Am Ende bearbeiten wir vielleicht einfach mal neu, aber so lassen wir es erstmal so. So. Okay. Okay, wir brauchen Lebkuchen, wir brauchen Blumen. Und das ganz schnell. In der Hoffnung, dass eventuell die Blumen schon nachgewachsen sind. Also die beiden Bäume. Das wäre schön. Oh, sie sind am Gedeihen. Die ersten Pflaumen und Rosen wachsen schon. Das ist sehr gut. Da kommen wir wenigstens voran. Kaching! Hallo! Ich bin im Wald, ein Mädchen ganz alleine. Slenderman! Oh, gruselig. Habt ihr euch auch 2013 so sehr gegruselt vor einer schwarzen
Person, die im Wald rumgeistert. Warum ist dieser ich will es gar nicht wissen. So, wir gießen mal kurz. Warum ist er nicht fertig? Warum sind die in der Stadt fertig und der noch nicht? Das verstehe ich nicht. Der ist definitiv länger dran. Oh, guck mal, wie er wächst. Gleich macht's Puff. Oh Gott, wie groß der... Puff! So, Pflaumenblüten. Da hinten ist eine Rose runtergefallen. Nein, lass das Düngen einfach so sein. So, wir kommen gleich nochmal wieder. Und wehe, ihr habt keine Beute für mich. Dann werde ich sauer. Ja, wir müssen natürlich ordentlich hier was machen. Wir brauchen Lebkuchen. Das ist Speck. Speck ist zwar auch cool, aber nicht das, was wir suchen. Lebkuchen. Normaler Kuchen, das wird wieder hell. Noch mehr normaler Kuchen. Hä? Als ob ich so daneben gelaufen bin. Vom Speck. Und wo sind meine Lebkuchen? Warum finde ich so viel Speck? Eigentlich findet man hier so selten Speck, aber ich finde hier irgendwie ziemlich viel. So, ich will natürlich ein paar mehr mitnehmen. DJ Sandy ist hier irgendwo unterwegs. Na ja, ich bin gespannt, wie viel wir noch bauen können heute. Schokokuchen können wir auch mitnehmen. Wenn wir später die ganzen Special-Charaktere freischalten wollen, dann ist es sogar praktisch, dass wir so viele Essenzen haben. Denn wenn wir in Häuser später reingehen und sie zu besten Freunden machen, die ganzen Leute hier, indem wir ihr Haus halt auf 100% lecker und so setzen innen drin, dann macht das auch nochmal Plus in der Stadt halt. Wir müssen ja halt wirklich als Ziel setzen, mal das hier nach oben zu kriegen. Wir sind erst am Anfang. Okay, wir haben 2,5 Sterne. Ja, 2,5 Sterne ist natürlich jetzt nicht unbedingt, was man sagen kann, von wegen ist wenig, aber ja, für das Spiel Fortschritt ist es wenig. Ich glaube, allein das 4. Sternlevel dauert länger als bis zum 4. Sternlevel hin. Oder so ähnlich. Jetzt habe ich doch meine Beute vergessen. Nicht genug Pflaumenblüten. So, dann gießen wir einmal. Nehmen wir hinten noch den grünen Apfel mit. Nehmen den noch mit. Und hoffen einfach, dass in der Zwischenzeit Poppy immer wieder hier vorbeikommt und sagt von wegen, ja, ich mach dir das weiter. Ne? Weil Poppy läuft immer manchmal rum und denkt sich von wegen, yo, ich mach dir das noch schick. Gut, arbeiten wir weiter an Roxy Cleans Aufgabe, nämlich dem Kühlschrank gerahmt. Wir machen es auf meine Weise. Das ist schnell umgeschaltet. So, mein Plan. Natürlich kein simpler 2-Blöcke-Kühlschrank. Nein. Wir bauen ihn an die Dings, an die Sachen von Dings angelehnt.
Eieieiei. Wir müssen 10 von beiden, ne? Ja. Ach, ist das dumm, ey. Aber wir lassen uns hier natürlich nicht unterkommen. Das ist natürlich die Challenge, rauszufinden, wie wir es verschönern können. Gibt natürlich keinen drei dicken Balken. Ist auch nicht so schlimm. So, schnappen wir uns den hier. Und spammen den hier oben hin, dass wir da wieder unser bekanntes Muster für Dings machen können. Zack, 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 zack. Zack. So. Gut, dass die Tür noch dazu kommt. Dann gehen wir schon mit den ersten Farben durch. Nämlich gelb natürlich als komplettes Ding. Hier haben wir es. Gelb als komplettes Ding. Und dann gelb, 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 gelb. Damit haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon die glückliche Essenzen durch. Ich kann natürlich gerade nicht nachgucken. Und wir können zum Glück die Tür noch anmalen. Ich möchte diese Lebkuchen, wenn die Kinder drauf haben. Auch wenn es einfach nicht zum Schema passt, aber sie will unbedingt eine Lebkuchentür haben. Ne? So, was brauchen wir noch? Ich kann nicht auf die Aufgabe gucken. Es ist interessant. Zu nah dran bin? Tatsache. Okay, wir brauchen noch 6 Lebkuchenmännchen. Die Frage ist, wie machen wir es natürlich jetzt am besten? 4 Lebkuchenmännchen. Sorry. Wir können jetzt natürlich da hingehen und sagen von wegen, wir tun dir hier noch eine Theke hin, wo so ein bisschen was drauf ist. Und ich glaube, das machen wir auch. So, da kann sie ihre Sachen dann drauf tun. So, ist das die richtige Höhe? Das ist die richtige Höhe. Dann schnappen wir uns wieder. Da haben wir sie. Hier haben wir sie. So, und malen die wieder dementsprechend an. Heißt das zweite. Es ist natürlich jetzt keine kreative Lösung. Ja, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Lösung ist echt schlecht eigentlich. Aber sie spiegelt halt gut wieder, was man machen kann. Ich bin gerade sehr unzufrieden mit der Tür. Müsste man eigentlich... Wir geben ihr einfach nur ein ganz normales Braun. Die Tür ist hässlich, die passt einfach nicht dazu. So, wir passen die so an. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit Bauen irgendwas dahin stellen können, was zu ihr so passt. Na, leckeren Kuchen. Da freut sie sich bestimmt. Was mich nur nervt, ist, dass der Kuchen sich so ein bisschen... Ja, die Positionen... selber entscheidet. Hallo, großer Schokokuchen. Wieso bist du so groß? Ich weiß es nicht. Eine Forelle ist natürlich jetzt nicht unbedingt sehr schmackhaft. Schiebt das Ding? Das Ding schwebt. Da legen wir das so hin. Hat hier so ein bisschen Süßkram da liegen. Ja, so machen wir das. Ja, unkreative Roxy. Ne? Kann man so sagen. Gut, Leute, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, es ist wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wir gehen noch einmal kurz gucken, ob die Rosen fertig sind. Und im nächsten Part hoffe ich dann wirklich mit den Wünschen fertig zu werden. Also mit den Aufgaben. Die sind groß geworden. So, die gießen wir nochmal. So, dann gießen wir dich auch nochmal. Später werden dann beide Bäume ziemlich schön sein. Belegt. Okay, ich wollte auch eigentlich nicht pflanzen. Ich wollte eigentlich nur den Baum greifen. Aber nächstes Spiel, dass du mir helfen willst. Hier noch was? Nein? Okay. Gut, also Leute, im nächsten Part, die nächste Mission.
Hier jongliert jemand mit Scheiben, das ist gut. Im nächsten Part, die nächste Mission. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa La Vista, Baby!